Release me. Die Tür, Mensch, befreie mich. Ja, wenn wir uns fertig hier oben gesehen haben. I'd be glad to. Hier liegt nur ein Toter. Dunkle Rauteigkekse, ob die noch genießbar sind, bezweifle ich ein bisschen. Hallo? Hallo? Noch ein paar Vitrax-Soldaten. So, das waren ein paar Vitrax-Soldaten. Certainly. Good thing I sold most of my jewelry. So, die Falle müssen wir wieder auslösen. Oh, leichte Rüstung. Okay, Durens hat ja gerade seine Robe. Und Adolf hat auch seine Rüstung. Sagani hat eine mittlere Rüstung. Kanna hat auch eine mittlere. Ja. Manea hat auch ihre eigene Rüstung. Okay. Quietly now. Was? Schlägerquartier und Zellen. Hm. Terenat. I'm here. Der Vitrax starrt dich an. Seine spindelnden Gesichtszüge sind ausdruckslos. Seine Sprache bildet sich mit einem gleichmäßigen, tiefen Ton in deinen Gedanken. Warum bist du gekommen, Mensch, Brot? Um unser Volk niederzumetzeln? Wie kann es sein, dass du so deutlich Edirisch sprichst? Unser Volk ist zu viel fähig. Manche haben nur wenig Interesse daran, eure Sprache zu erlernen. Einige der Bergarbeiter aus Stalwart stehen unter dem Einfluss eurer Kolonie. Der Vitrax neigt den Kopf, als würde er nachdenken. Du hörst eine Reihe von tiefen, hohlen Klickgeräuschen. Vielleicht haben wir einen gemeinsamen Feind, Mensch. Du willst diesen Gestandenen helfen, ich will meine Kolonie retten. Wir haben von deiner Begegnung mit Charik gehört. Tief unter Ketnur. Es heißt, Strevanik kennt das Geheimnis des Adras, mit dem man die Mauern stärken kann. Du willst meine Hilfe, da sag mir, was vor sich geht. Wie kann ich helfen? Es ist großzügig von dir, mich anzuhören. Du musst einige meiner armen Brüder gesehen haben, die Infizierten. Was möchtest du wissen? Was ist mit den anderen Vitrax passiert? Eine Infektion hat unser Volk dahingerafft. Es begann, als die Speer eine seltsame Pflanze fanden, einen Strahlenpilz. Er lebte neben einem Nest von Spinnen. Sie nährten sich gegenseitig. Ein Wunder der Natur. Etwas, was wir uns zunutze machen könnten. Sie haben ihn in unser Territorium gebracht, weil sie die Gefahr nicht erkannten. Nach einigen Tagen schon hatten viele von uns die Spuren eingeatmet. Warum haben die anderen Vitrax dich eingesperrt? Ich habe etwas Wichtiges versteckt, den Resonanzkristall. Es gibt einen Kristall, groß, wunderschön verzaubert, der gewährt uns Zugang zum Gemeinschaftshaus. Ich hatte gehofft, dass mein Volk wieder gesund würde, wenn es nicht dorthin zurückkehren kann. Aber es trieb sie nur in die Verzweiflung. Was ist ein Strahlenpilz? Wir nannten es das Geschöpf, denn es hatte ein Licht an sich. Ich habe ähnliche Tiere in den Höhlen gesehen, aber noch nie eines wie dieses. Er ist in kurzer Zeit zu einer gewaltigen Größe herangewachsen, ein Hauptstrunk, Kranken wie Säulen. Er hat unsere eigenen Gaben gegen uns eingesetzt. Er verwendet die Verbindung zwischen unserem Volk, um seine eigenen Worte und Gedanken zu verbreiten. Warum hat euer Volk die Spuren inhaliert? Die Spuren verstärkten unsere Fähigkeiten. Wir glaubten, wir würden vielleicht alle mächtiger werden. Was als Studie begann, wurde zur Sucht. Es reichte, dass einer dem anderen zum Opfer fiel. Dem Zwang zum Opfer fiel. Wer die Spuren inhaliert hatte, der begann seine Worte zu hören. Dann seine Befehle. Zunächst wehrten wir uns, versuchten ihn zu kontrollieren, scheiterten. Warum bist du nicht infiziert?
Ich war vorsichtig, ich habe nichts zu mir genommen. Manche wurden von den Infizierten gezwungen, die Spuren zu inhalieren. Ich habe mich versteckt, bis ich den Kristall holen konnte. Du spürst einen schwachen Puls der Scham unter diesem Eingeständnis. Wo ist der Strahlenpilz jetzt? Ich habe ihn im Gemeinschaftshaus im Zentrum unseres Territoriums versiegelt. Ich konnte nicht zulassen, dass unser Volk den Pilz zur Kolonie in Moltus quer mir bringt. Die Tür zu der Kammer ist durch eine Glyphe versiegelt. Es gibt einen Kristall, der in einem bestimmten Ton resoniert. Wenn man ihn vor die Glyphe verhält, dadurch öffnet sich die Türen. Weißt du, was mit den Bergarbeitern geschieht? Lange Zeit haben wir die Tunnel der Gestalten einfach gemieden, aber die Infektion hat die Macht meines Volkes über schwächere Geister verstärkt. Die Infizierten breiten ihre Gedanken aus, ihr Bewusstsein. Sie finden sich in fremden, weichen Körpern wieder und es schert sie nicht, welchen Schaden sie anrichten. Es ist Irrsinn. Du spürst eine Welle von Reue vor dem Vitag ausgehen. Wo hast du den Kristall versteckt? Ich habe ihn in den Nestern im Süden versteckt. Die Säulen aus Netz an der Stelle, die am weitesten von der Tür entfernt ist. Beeil dich, je länger der Pilz seine Macht über uns ausübt, desto mehr leidet mein Volk. Okay. Dann werden wir jetzt Vitrax helfen, weil wir dadurch den Bergarbeitern helfen. Nachdem wir hier die Hälfte der Vitrax abgeschlachtet haben. Oder eigentlich alle. Ja, hier ist der Pilz, der Kristall. Vita-Kristall. Was sagt die Quest? Ich bin einem Vitrag begegnet, der soll entschlossen schien, einen bestimmten Kristall zu finden. Okay, und hier oben steht, einer der Spinnentunnel in den Mauern der Mine hat mich zu einem großen Vitrag-Lager geführt. Vielleicht hat das etwas mit dem Verschwinden der Arbeiter zu tun. Ich habe eine versiegelte Tür gefunden, die keine sichtbare Möglichkeit besitzt, sie zu öffnen. Eine Glyphe über der Tür gibt einen seltsamen Ton ab. Ich bin einem Vitrag namens Terenat begegnet. Er wurde gefangen gehalten, weil er den Schlüssel zum Gemeinschaftshaus, wo sein Widerbrüder versteckt hatte, damit ihre Infektion sich nicht noch weiter ausbreitet. Er hat mir gesagt, dass der Schlüssel in den Nestern südlich von hier versteckt ist. Ich habe in den Vitrag-Nestern einen Kristall gefunden. Vielleicht kann ich damit die versiegelte Tür öffnen. Da hoffen wir mal, dass das Gemeinschaftshaus nicht auch noch mal riesengroß ist. So, da machen wir mal auf die Tür. So. Ups, das war die nicht. Dann gucken wir mal, wie groß dieses Vitrag-Gemeindehaus ist. Ah, nicht sehr groß. Ich sehe zwei Soldaten, eine Koryphäe, den Strahlenpilz. Okay. Is that thing looking at us? Sieht dieses Ding uns etwa an? Ja. Dieser riesige Pilz zuckt und pulsiert vor Leben. Mit jeder wellenförmigen Bewegung werden neue Wolken von kleinen leuchtenden blauen Sporen freigesetzt. Die ganze Luft ist voll von ihnen. Du hörst ein gedämpftes Summen in der Luft, wie das Murmeln von weit entfernten Stimmen. Hallo. Du hörst dich als das Knarzen der Bewegung des Strahlenpilzes. Lass die Vitrag gehen. Ja. Die Sporen einatmen. Du trittst in die Wolke aus Sporen und atmest tief ein. Die Luft riecht süßlich, als hättest du einen Garten betreten.
Sie lässt aber ein kribbelndes Taubheitsgefühl zurück. Die Welt um dich herum scheint sich zu drehen. Farben verändern sich, Klänge verschwinden. Ich weiß nicht, ob das... Tja, sie hat es getan. Willkommen. Die Stimme des Pilzes erfüllt den Raum, so groß und gewaltig wie eine pulsierende Form. Warum tust du das? Warum? Das ist ein Geschenk. Dieses Spinnenvolk wird einer neuen Generation bei der Art als Wirt dienen. Bald wirst du dich ihnen anschließen. Nimm ruhig noch mehr, du wirst es schon bald verstehen. Die erleuchtende Stirn schüttelt sich und gibt neue Sporenwolken frei. Du hast keine Macht über mich. Die Worte des Pilzes fliegen über dich hinweg und wo sie Halt suchen, fegst du sie beiseite. Du bleibst, wo du bist. Deine Sicht verschwimmt, als die Wirkung der Sporen nachlässt. Einen Moment lang siehst du aber dutzende glänzende Fäden, die sich vom Struck des Pilzes erstrecken, um sich in den umliegenden Vitrak zu verpflanzen. Die Fäden untersuchen. Was du als Fäden gesehen hast, erkennst du jetzt als dünne Verbindungen vom Seelenessenz, die den Hauptstrunk mit all denen verbinden, die unter dem Einfluss der Sporen stehen. Du kannst ihn mühelos bis zu einer Handvoll von Vitraks in dem Raum zurückverfolgen. Ein einzelner dünner Faden führt unmittelbar zu dir, als wäre er in deinem Herzen verankert. Deine Sicht verschwimmt, als die Wirkung der Sporen nachlässt. Die Verbindung zwischen dem Strahlenpilz und dem Vitrak kappen. Du bemühst dich, die Sinne deiner Wächtergabe zu sammeln, was dir nur gerade so gelingt. Du reißt an den Essenzfäden. Die dünnen Stängel lösen sich unter deinem Angriff auf. Was ist passiert? Wo sind wir? Brüder, Schwestern, lauft. Wir wurden befreit. Der Raum erbebt und die Stimme des Strahlenpilzes erfüllt deinen Schädel. Du wirst bereuen, was du getan hast. Ein Schwarm von stacheligen Ranken bewegt sich bedrohlich auf dich zu. Ach, hi. Aha. Jetzt machen wir deine Ranken mal weg. So. Gut. I'm here. Dieses Ding ist hinüber. Jetzt können die Vitraks hier ein bisschen ausräuchern. Du triffst an den Knochen, wuchst vorbei, den Baum folgst ihm durch ein dunkles Netzwerk. Aus sich windenden Gängen. Deine Schritte zurück zu den Höhlen verfolgen. Du folgst deinem Spür zurück zum Ausgang. Okay. Wo komme ich jetzt raus? Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Eigentlich wollte ich noch mal mit dem Vitrak reden. Also erstmal wollte ich da den Raum fertig machen, weil da gab's noch was. Also ja, wir haben Geld gekriegt. Vitrak Koryphäe und Vitrak Soldat. Ach, hier ist Terrenant. Da müssen wir nicht mal nach hinten laufen. Unser Verstand ist zurück und Motus Beme ist sicher. Du hast jetzt was Großes vollbracht, Mensch. Ich werde beim Volk sagen, dass es in deiner Schuld steht. Ja, wie nett.
Damit haben wir das Thema mit den Minen dann wohl erledigt. Dann können wir uns den Rest von Stormward umschauen.